Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Strick-Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einiges zu zeigen und zwar habe ich drei Strickprojekte fertiggestellt und ich habe drei neue Projekte angeschlagen. Und das heißt, ihr bekommt heute viel Neues zu sehen, aber ich habe auch ein paar neue Pläne, die ihr bisher noch nicht kennt. Und zum Schluss gibt es eine Verlosung, denn am Sonntag kommt ja meine erste eigene Anleitung raus. Und zu diesem Anlass dachte ich, machen wir eine kleine Verlosung, aber dafür müsst ihr dranbleiben bis zum Schluss. Fangen wir wie immer mit dem an, was ich gerade trage. Und zwar ist das mein Darling Cardigan und der Summer Loop Scarf. Die zeige ich euch jetzt im Detail. Ich fange direkt an und zeige euch ein Tragevideo, denn ich habe einiges zu zeigen heute. Der letzte Strick-Podcast ist ja ungefähr 10 Tage her und in diesen 10 Tagen habe ich wirklich viel gestrickt. Das liegt vor allem daran, dass ich eine Hüft-OP hatte und gerade an Krücken unterwegs bin und zu 99% an die Couch gefesselt bin. Deswegen hatte ich auch sehr viel Zeit zum Stricken, wundert euch also nicht. Und nun zeige ich euch das Tragevideo. Der Darling Cardigan wird mit einer Maschenprobe von 16 Maschen auf 24 Reihen gestrickt. Das entspricht einem Balki-Garn. Und das vorgeschlagene Garn aus der Anleitung ist das Sadness-Garn Borstadt Alpaka. Ich habe stattdessen Lana Grossa Brigitte Nummer 2 verwendet. Das ist ein Alpaka-Baumwollgemisch und durch die Baumwolle extrem weich und angenehm auf der Haut zu tragen. Das können wirklich auch empfindliche Leute gut tragen. Ich habe den Cardigan mit 5 mm gestrickt, wie auch in der Anleitung angegeben, denn Kutu Wakika, die Designerin, und ich haben eigentlich eine sehr ähnliche Strickfestigkeit. Allerdings, dadurch, dass das Lana Grossa Garn ein bisschen dünner ist als das Borstadt Alpaka, bin ich mit der Maschenprobe nicht perfekt hingekommen. Also ich hatte eine Masche zu viel in der Breite und bin dann auf eine Größe M hochgegangen, um eine Größe S zu erreichen. Die Reihenanzahl, die habe ich mir dann auch nachgerechnet und die hatte auch gepasst. Also auch mit der Größe M hatte das perfekt gepasst. Das heißt, ich musste keine Anpassungen diesbezüglich machen, also irgendwie Reihen hinzufügen. Das hat alles problemlos gepasst. Und wie ihr seht, habe ich die rosanen Knöpfe ausgewählt. Ich habe ja im letzten Strick-Podcast gefragt, welche Knöpfe ihr am schönsten findet. Und das Ergebnis war so eindeutig, dass es die rosanen Knöpfe sind und deswegen habe ich die natürlich auch genommen. Aber tatsächlich war es so, als ich diese Knöpfe dann im Video gesehen habe, fand ich die eigentlich auch am besten. Wenn man die nur so für sich sieht vor Augen, dann wirkt das irgendwie ganz anders, als wenn man das in der Kamera sieht. Das ist ganz komisch. Aber das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen für meine Entscheidung und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Auch die Knopfgröße ist gut und ja, die passen einfach perfekt zu dieser Farbe des Cardigans. Ich habe die Länge gestrickt, wie in der Anleitung angegeben, also sowohl für den Rumpf als auch für die Ärmel. Und das hat auch gut gepasst. Also die Ärmel haben eine schöne Länge, die gehen so über den Knöchel und das ist für mich eigentlich die perfekte Länge. Ich mag es nicht, wenn sie zu kurz sind und hier oben sind, aber ich mag es auch nicht, wenn sie so lang sind, dass sie die halbe Hand verdecken. Das heißt, so ein Mittelding finde ich immer recht gut. Und beim Rumpf ist der Cardigan ein bisschen cropped. Ich glaube, dass ich generell einen langen Oberkörper habe, weil ich ganz oft Anleitungen länger stricken muss, wenn ich möchte, dass es so sitzt wie bei der Designerin. Wobei ich sagen muss, dass bei diesem Cardigan vielleicht sogar gewollt ist, dass er nicht ganz so lang ist, weil er ist nun mal sehr oversized, also hat sehr viel Bewegungsspielraum und dadurch setzt das natürlich auch ein bisschen auf. Und wenn er dann zu lang ist, dann wirkt das einfach sackig. Von daher bin ich ganz zufrieden, dass der Cardigan nun ein bisschen kürzer ist und er schließt mit dem Hosenbund ab. Von daher guckt auch nichts raus. Die Anleitung gibt es übrigens auch auf Deutsch. Ich wurde schon mal gebeten, dass ich auch dazu sage, ob es die Anleitung auf Deutsch gibt. Ich vergesse das leider immer wieder, aber ich versuche wirklich dran zu denken. Also hier der Hinweis, es gibt die Anleitung auf Deutsch und es ist wirklich eine einfach verständliche Anleitung. Auch für Anfänger
total empfohlen. Der Doppelstrick, also es wird ja eine doppelgestrickte Knopfleiste gemacht, die kann schon etwas herausfordernd sein für Anfänger, also ist sie definitiv. Aber Kutuwakika hat ja ein Videotutorial dazu gedreht, wie man das macht, und ich finde, damit kann das eigentlich jeder schaffen, wenn das möchte. Aber es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, ein Rippenbündchen zu machen, also einfach rechts, eins links. Wenn einem das zu kompliziert erscheint, man könnte theoretisch ja auch die Knöpfe weglassen, dann muss man keine Knopflöcher machen. Aber das hat Veronika Lindberg auch bedacht, dass man das eventuell nicht machen möchte, und schlägt auch in der Anleitung vor, dass man so Druckknöpfe nehmen kann. Da muss man keine Knopflöcher arbeiten. Das heißt, das wird hier innen befestigt und dann kann man das einfach zudrücken, eben so ein klassischer Druckverschluss. Und das sieht eigentlich auch ganz schön aus, aber ich liebe halt Knöpfe und ich mag auch eigentlich Knopflöcher stricken. Das ist so ein bisschen Abwechslung mal zwischendrin und ich finde das gar nicht schlimm. Von daher, ja, ich bin auf jeden Fall sehr glücklich mit meinem Darling Cardigan jetzt und ich könnte mir gut vorstellen, auch nochmal einen weiteren zu stricken. Vor allem auch wieder aus diesem Garn, vielleicht in einer anderen Farbe dann, weil ich brauche ja nicht zweimal den gleichen Cardigan, aber in einer anderen Farbe. Dieses Garn ist wirklich mein Lieblingsgarn, wenn es um so Blown Alpaka Garne geht, ja. Also diese aufgeplusterten, fluffigen Alpaka Garne, da habe ich jetzt schon ein paar ausprobiert und ich muss sagen, das gefällt mir wirklich am besten. Das ist am weichsten von allen. Und es ließ sich auch super verarbeiten. Also es ist wirklich eine ganz große Empfehlung von mir für dieses Garn und auch für die Anleitung, denn die ist auch super geschrieben. Es gab da nichts, was irgendwie unverständlich gewesen wäre und ich kam da super schnell durch. Und ich würde sagen, wir springen zum nächsten Projekt. Das nächste Projekt, das ich fertiggestellt habe, das seht ihr hier. Das ist mein Summer Loop Scarf von der Madame Nadelspiel, die hier ja auch auf YouTube unterwegs ist. Und sie hat eine kostenlose Anleitung veröffentlicht für diesen kleinen Schal. Und das ist eigentlich auch ganz einfach zu stricken, mal für zwischendurch. Es wird so eine Spitze gebildet, indem man links und rechts Zunahmen macht. Und es wird direkt ein I-Cord an den Rändern mitgestrickt. Und dann geht es einfach nur kraus rechts. So lange, wie man den Schal möchte. Und zwischendrin kommt immer diese Lochmusterreihe. Aber die ist auch ganz einfach. Das ist wirklich immer nur ein Umschlag und dann zwei zusammenstricken. Und ich hatte eigentlich vor, die kleine Variante zu stricken, da ich mit der Patricia, also das ist die liebe Madame Nadelspiel, gefragt hatte, was sie mir empfiehlt und dass ich mich nicht entscheiden kann. Sie hat gesagt, dass ihr die kurze Variante noch ein bisschen besser gefällt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann will ich auch die kurze Variante machen. Dann ist aber so, dass das Garn, das ist ja das Seidegarn von Sisle Reed. Ich blende euch hier auch die Farbe ein. Das ist das Pure Silk, also die 100% Maulbeerseide von Sisle Reed. Und die ist halt super weich. Aber die wächst auch stark nach dem Waschen. Und ich hatte den Schal auf 90 cm gestrickt. Ich habe natürlich keine Maschenprobe gemacht für so einen kleinen Schal. Und jetzt bin ich so zwischen der kleinen Größe und der großen Größe, die angeboten wird. Also so, dass man sich einmal umschlagen kann um den Hals, ist die kleine. Und die andere ist, dass man zweimal rumkommt. Und ich komme jetzt zweimal rum, aber nur ganz knapp. Aber es hat sich mittlerweile so in die Länge gezogen, dass ich wahrscheinlich auch schon knapp an der langen Version bin. Aber ich bin gar nicht unglücklich deswegen, weil ich finde, das sieht süß aus. Und das ist total weich am Hals, natürlich durch die Seide. Das ist echt super angenehm. Und ich kann verstehen, ja, ich kann jetzt verstehen, warum ihr so gerne diese kleinen Tüchlein, diese kleinen Scarves trägt. Weil das ist einfach irgendwie angenehm und sieht auch süß aus, finde ich, oder? Also ich finde das irgendwie auch ein bisschen stylisch. Ja, und die Anleitung kann ich euch empfehlen. Die ist wirklich super einfach und die Patricia erklärt das super verständlich.
Und das ist einfach auch super schnell gestrickt. Also ich saß da 2 Abende dran, dann war das Teil fertig. Und das ist wirklich super, um seinen Garnvorrat mal etwas zu leeren. Ich hatte ja von meiner Barbour Blouse dieses Garn übrig und leider habe ich immer noch etwas übrig von dem Garn. Also ich habe es leider nicht geschafft, alles zu verbrauchen. Ich könnte wahrscheinlich noch mal so einen kleinen daraus stricken und wahrscheinlich werde ich das auch irgendwann machen und das dann verschenken. Aber jetzt ist das Garn erstmal in meine Restebox gewandert. Das hier ist übrigens meine Garnrestebox. Beziehungsweise nicht nur das, sondern auch diese Box hier. Das sind alles Projekte, die ich schon fertig gemacht habe und bei denen ich noch so kleine Reste habe. Und ich bringe das einfach nicht über das Herz, da irgendwas wegzuschmeißen, obwohl das zum Teil wirklich kleine Reste sind, womit ich eigentlich gar nichts mehr anfangen kann. Und ich weiß auch gar nicht, was das ist. Wobei ich glaube, das ist das Kaschmirgarn, das ich mal verstrickt habe. Also hier ist super viel drin, aber solange ich den Platz habe, deswegen kommen ja auch so kleine Projekte für zwischendurch immer ganz gelegen, um eben diese Reste so langsam ein bisschen abzubauen. Und natürlich wird man es nicht schaffen, alles zu verwenden. Das ist, glaube ich, utopisch und irgendwann werde ich da auch nochmal ausmisten müssen. Aber ich versuche mein Bestes. Und ich werde definitiv weitere kleine Schals stricken und ihr werdet auch gleich noch mehr dazu sehen. Aber zunächst kommen wir zu meinem dritten fertigen Strickprojekt. Und das ist mein Belt-Tanktop in der Farbe Löwenzahn mit weißen Kontraststreifen. Da ja meine Anleitung am Sonntag erscheint, musste ich natürlich dieses Top fertig stricken, denn das ist das, was ich in der Videoanleitung stricke. Ihr seht jetzt, die Fäden habe ich noch nicht vernäht, denn ich habe das gerade frisch gewaschen. Es ist gerade erst getrocknet und ich vernähe die Fäden gerne nach dem Waschen. Zumindest bei Baumwolle mache ich das so, weil sich dann einfach die Maschen schon so ein bisschen gelegt haben und mehr so sind wie das endgültige Produkt, sage ich mal. Und das Fädenvernähen ist dann einfach ein bisschen simpler, weil die Enden dann nicht so stark rausgucken. Aber ich zeige sowieso Tipps zum Vernähen in meiner Videoanleitung. Also seid auf Sonntag gespannt. Dieses Top gesellt sich nun in eine Belt-Tank-Top-Reihe bei mir. Das ist nämlich das dritte, was ich gestrickt habe. Das ist das erste. Die habe ich gerade alle frisch gewaschen. Die sehen deswegen noch etwas zerrumpelt aus. Und das ist das zweite. Und eben jetzt das dritte. Die sind alle aus der Drops Bell gestrickt und die Maschenprobe sind 20 Maschen auf 31 Reihen. Das heißt, wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, das Top zu stricken, dann sucht doch schon mal nach einem passenden Garn und macht eine Maschenprobe. Ich bin jetzt ehrlich gesagt erstmal froh, dass ich dieses Top fertiggestellt habe, weil diese doppelt gestrickten Blenden, die sehen zwar toll aus, aber die kosten auch einiges an Arbeit. Und ich habe diesen Doppelstrick jetzt so oft gemacht, dass ich da ein bisschen überdrüssig geworden bin und ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Pause. Aber ich habe ja noch geplant, ein unifarbenes Belt-Top zu machen und das werde ich auch gegebenenfalls in den nächsten Wochen irgendwann anschlagen. Aber ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Pause. Kommen wir aber erstmal weiter, sonst wird das Video viel zu lang. Ich glaube eh, dass das heute eine XL-Folge wird, denn ich habe einfach so viel zu zeigen. Wir kommen jetzt erstmal zu den Sachen, die ich neu angeschlagen habe. So, ich musste gerade mal meinen Darling-Cardigan ausziehen, weil mir einfach viel zu warm geworden ist. Ich muss sagen, ich habe den wahrscheinlich ein bisschen spät fertiggestellt, denn die Temperaturen, die steigen ja gerade an. Heute ist tatsächlich ein recht düsterer, regnerischer Tag und die Temperaturen sind ziemlich gefallen. Allerdings ist es hier drin trotzdem warm und
Der Darling Cardigan, der wärmt auf jeden Fall ziemlich gut mit dem Alpaka-Garn. Mein neu angeschlagenes Projekt, an dem ich gerade am intensivsten arbeite, ist der April Cardigan von Petite Knit. Und das ist mein Fortschritt. Ich versuche das mal hier so ein bisschen drüber zu legen. So, das sieht jetzt natürlich ein bisschen komisch aus, da auch die Nadeln hier das alles noch zusammenziehen. Aber nur, damit ihr das schon mal seht, wie diese Konstruktion ist. Und zwar fängt man hier an, diese Schulterzunahmen zu machen. Und das macht man natürlich einfach in Hin- und Rückreihen. Und gleichzeitig bildet man hier diesen V-Ausschnitt, indem man hier auch Zunahmen macht. Und dann hört man irgendwann auf mit den Schulterzunahmen und dann macht man Zunahmen für die Armausschnitte. Und das seht ihr hier. Und ich bin fast fertig mit den Armausschnitten. Unten kommen dann noch ein paar Raglan-Zunahmen. So viel erstmal zu der Konstruktion. Ich drehe ja noch ein extra Video zu dem April Cardigan, beziehungsweise bin ich auch gerade schon dabei. Das heißt, ich werde jetzt nicht allzu viel erzählen, denn ich werde das ja ausführlich in meinem Projektvlog machen. Aber ein paar Infos kriegt ihr jetzt dann doch, weil vielleicht habt ihr ja gar keine Lust, den Vlog zu gucken und ich will euch natürlich trotzdem aktuell halten. Ich stricke den April Cardigan aus dieser Garnkombination. Das ist zum einen das Merino Fingering Garn von Olivia und Oliver Fibers in der Farbe Apple Blossom. Und das ist ein Rosaton, so ein Altrosaton mit Creme, also so gesprenkelt, würde ich sagen. Und da sind auch so kleine Farbflecken drin. Ich muss mal gucken, ob ich das zeigen kann. Das fokussiert. Ja, hier sieht man das. Da sind so verschiedenfarbige Sprenkel drin. Darunter blau, gelb und grün. Und das halte ich zusammen mit dem Suri Alpaka von Woolberry and Fiber. Das ist eine Farbe, die kann man, glaube ich, gar nicht mehr kaufen. Das hatte ich ja schon öfter erwähnt, dass das so limitierte Bestellzeiträume gibt, wo halt irgendwelche Färbungen angeboten werden und dann kann man da über einen bestimmten Zeitraum bestellen. Deswegen ist das jetzt wahrscheinlich gar nicht so hilfreich. Aber die zwei verwende ich auf jeden Fall und halte die zusammen. Und ich hatte ja ursprünglich geplant, das Suri Alpaka Lace Garn zusammenzuhalten mit diesem Garn hier. Das ist das Pendant dazu sozusagen, also die gleiche Färbung, aber eine andere Garnqualität. Und das ist eben ein Non-Superwash Merino Fingering Garn. Und da zeige ich euch jetzt mal die Maschenprobe, denn die hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Und ich habe da nur so eine ganz kleine gemacht und schon aufgehört, weil mir das nicht gefallen hat. Wenn man da mal so genau hinguckt, dann sieht man, dass dieses Maschenbild sehr unsauber ist. Und das liegt nicht daran, dass ich unsauber stricke, sondern daran, dass dieses Garn halt so verzwirbelt ist. Also das ist extrem verdreht in sich. Und das haben ja viele Garne, aber bei diesem ist das wirklich schon sehr extrem und das sieht man eben. Ja, und das hat mir aber nicht so gefallen. Und so rein vom Farbton hätte mir das sogar am besten gefallen, aber ja. Deswegen ist es jetzt die andere Version geworden und ich muss sagen, bisher bin ich sehr zufrieden damit. Ich denke, das wird sehr süß und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. In der Anleitung wird eine Maschenprobe von 21 Maschen auf 28 Reihen angegeben und ich habe diese Maschenprobe leider nicht getroffen. Die 21 Maschen habe ich getroffen und zwar mit 3,5 mm Nadeln. Bei Petite Knit und auch bei vielen anderen Designern ist es so, dass ich grundsätzlich erstmal eine halbe Nadelstärke runtergehe und damit die Maschenprobe mache. Und wenn das dann nicht passt, dann variiere ich nochmal in die eine oder andere Richtung, aber meistens passt das und so hier auch. Allerdings habe ich die Reihenanzahl nicht getroffen. Ich bin nämlich auf 34 Reihen gekommen statt auf 28.
Und ich habe deswegen das so ein bisschen umgerechnet und glatt rechte Reihen noch hinzugefügt, um das Ganze zu verlängern. Und zwar habe ich einfach hier bei den Ärmelzunahmen immer mal wieder eine glatt rechte Hin- und Rückreihe hinzugefügt. Und ich habe mir das halt so ausgerechnet, dass ich das halt auch schön verteile, damit der V-Ausschnitt natürlich auch schön mitwächst, sage ich mal. Und das nicht irgendwie komisch aussieht. Natürlich nicht, dass alles an einem Block ist, sondern ich habe das so verteilt, damit es nicht auffällt. Dazu erzähle ich aber mehr, wie gesagt, in dem Projektvlog. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Projekt. Das nächste Projekt ist auch ganz frisch auf meine Nadeln gewandert. Und das ist der Scarf Number 2 von My Favorite Things Knitwear. Und das ist das, was ich schon habe. Das stricke ich aus der Lana Grossa Dodici in der Farbe Lila. Ich blende euch die korrekte Farbbezeichnung ein, aber es ist so ein hübscher lila Ton. Den hatte ich ja für meinen Baumwolltest, der ja auch noch kommen soll, gekauft. Und ich hatte mir ja überlegt, welche kleinen Sachen ich stricken kann aus meinen ganzen Baumwollknollen, die ich jetzt hier so rumfliegen habe, weil ich habe natürlich von allen nicht so viel, dass ich da große Sachen draus machen kann. Und da ich ja jetzt so ein bisschen angefixt war von diesem kleinen Schal und gerne noch weitere hätte, ist mir der in den Sinn gekommen. Ich glaube, ich hatte den sogar im letzten Video kurz eingeblendet, dass mir der schon öfter aufgefallen ist. Und ich habe mich für die kleine Version entschieden. Das heißt, ich habe hier, glaube ich, ungefähr die Hälfte an den Charts gestrickt. Also das wird komplett in Charts gestrickt. Und da kommt nochmal doppelt so, also nochmal genauso viel ran und wächst auch dementsprechend nochmal so viel in die Breite. Und dann kann man das eben so einmal schön rumbinden. Und da sind eben verschiedene Lace-Muster und hier auch, ich weiß gar nicht, wie nennt man dieses Muster. Auf jeden Fall ist es alles recht einfach, aber ich würde sagen, das ist nicht für Anfänger geeignet. Denn man muss eben nach Chart stricken. Beziehungsweise es gibt es auch ausgeschrieben, aber ich stricke es nach Chart, weil ich das dann eigentlich einfacher finde, als so viel zu lesen. Und das ist so, man schlägt halt hier Maschen an und macht dann immer in jeder Hin- und Rückreihe Zunahmen. Und zwar immer außen, also damit der Schal wächst. Und auch hier macht man Zunahmen. Und gleichzeitig strickt man eben dann das Muster. Und da muss man schon ziemlich aufpassen. Und ich muss sagen, ich fand das auch etwas fummelig mit diesen Zunahmen. Weil wenn man in jeder Hin- und Rückreihe Maschen zunimmt, dann wird das ja ziemlich eng an der Stelle. Also das ist diese Kante, die hier entsteht. Und die ist auch ziemlich straff. Ja? Also die ist nicht flexibel. Und das liegt eben daran, dass man hier so viele Zunahmen macht. Dadurch war das auch so ein bisschen schwierig, dann so richtig mit der Nadel reinzustechen. Und ich habe ja schon sehr spitze Metallnadeln und es ist mir trotzdem relativ schwer gefallen an manchen Stellen. Deswegen würde ich sagen, na, als Anfänger dann lieber den Scarf Number 1 vielleicht. Der sieht ein bisschen einfacher aus, aber sicher bin ich mir da auch nicht, weil den habe ich ja noch nicht gestrickt. Das ist auf jeden Fall wieder ein Projekt, was super schnell gestrickt ist. Also das habe ich alles, glaube ich, an 2 Tagen gemacht, aber halt auch nicht komplett dran gestrickt, sondern nur so zwischendurch immer mal wieder. Und dann war das Teil schon halb fertig. Also denke ich mal, dadurch, dass die Reihen natürlich immer länger werden, wird das schon noch mal länger dauern als das, was ich jetzt bisher an Zeit investiert habe, aber wirklich nicht so viel. Und ich könnte mir vorstellen, dass das schon im nächsten Podcast dann fertig ist. Nur noch mal zu dem Garn kurz. Das ist ja das Alternativgarn zu der Drops Bell. Das ist ja ein DK-Garn aus Baumwolle, Viskose und Lein. Und das ist eine sehr ähnliche Zusammensetzung. Aber ich muss sagen, sie ist weicher als die Drops Bell. Und sie gefällt mir bisher besser.
Die ist aber auch teurer, ne? Also nicht unwesentlich. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich blende es mal ein, wie viel ich bezahlt habe pro Knäuel. Aber ich glaube, das waren so um die 4 € und die Drops Bell hatte ich ja für 1,55 € geschossen im Sale. Aber es gibt ja immer wieder Sale bei Drops, ne? Und ich glaube, sonst kosten die so 2 €. Also kostet es ungefähr das Doppelte. Und ich bin gespannt auf das fertige Ergebnis und wie sich das Garn dann auch nach dem Waschen verhält. Denn ich habe auch hier natürlich keine Maschenprobe gemacht. Denn so verrückt bin ich nun auch wieder nicht. Ihr wisst ja, ich mache gerne Maschenproben, beziehungsweise ich mache sie nicht gerne, aber ich bin da gewissenhaft. Aber nicht bei solchen Sachen, wo das eigentlich völlig irrelevant ist, wie groß oder klein das jetzt wird, ob das jetzt 1 Zentimeter breiter oder kürzer wird, ist mir im Endeffekt egal. Deswegen habe ich das noch nicht gewaschen. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Projekt. Ich habe immer gesagt, dass ich niemals eine Decke stricken werde. Wenn überhaupt, dann häkeln und dann aus Resten irgendwie so eine Patchwork-Decke. Aber stricken habe ich immer gesagt, nee, das braucht ja viel zu viel Zeit und ich meine für eine Decke, ja. Also ich bin ja sowieso der totale Liebhaber von Sommertops, Sommershirts, Pullovern, Cardigans und alles, was man so als Oberbekleidung hat und so Accessoires und so Sachen für die Wohnung, ja, da kann man mich nicht so einfach mit catchen. Aber mir wurde das immer wieder angezeigt. Und zwar ist das ja auch auf ganz YouTube so, zumindest im englischsprachigen Bereich, dass diese Decke überall gezeigt wird. Und ich weiß auch nicht, dann habe ich auf meine Drops Bell Reste geguckt, die ich so habe, beziehungsweise das sind ja nicht wirklich Reste, weil ich habe das ja alles gekauft für meinen Baumwolltest, aber dann saß ich da vor diesem Haufen und dachte, ja, was machst du jetzt damit? Oh Mann, ich kann ja nicht irgendwie 50 Schals stricken. So. Und jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Ich habe die Sweatshop Blanket angefangen. Und das ist das, was ich bisher habe. Und wie ich ja schon gerade erwähnt habe, stricke ich das aus der Drops Bell in verschiedenen Farben. Und zwar startet das mit diesem Teil, also mit diesem Rosaton. Dann habe ich den weißen Ton rangestrickt und dann dieses Jeansblau. Und diese Anleitung, die sieht eigentlich total simpel aus, aber da darf man sich nicht täuschen lassen. Also für blutige Anfänger ist das wirklich nichts, denn man strickt verkürzte Reihen. Also dieser erste Teil noch nicht, aber um eben ja diese Farbwechsel so hinzubekommen, werden diese Dreiecke eben in Hin- und Rückreihen gestrickt, also in verkürzten Hin- und Rückreihen. Und ich glaube, da verrate ich jetzt auch nicht zu viel, weil das steht ja schon in dem Beschreibungstext, dass mit verkürzten Reihen gearbeitet wird. Also muss man schon ein bisschen aufpassen. Das finde ich aber gar nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Ich finde das sogar gut, weil sonst würde mich das total langweilen. So eine Decke innen glatt rechts oder das hier ist ja kraus rechts sogar, einfach stupide runterstricken. Nee, also das wäre mir viel zu langweilig. Und deswegen, das macht richtig Spaß, muss ich euch sagen. Man immer so diese kleinen Dreiecke dann strickt. Und das ist so, dass ich das mal so zwischendurch gemacht habe. Also alle Dreiecke habe ich immer mal wieder zwischen meinen größeren Projekten gemacht. Wenn ich mal so keine Lust mehr hatte, an etwas weiter zu stricken, dann habe ich das da weitergeführt. Und es ist auf jeden Fall kein Projekt, das irgendeine Priorität hat und es wird auch ein Langzeitprojekt sein. Und ich habe auch vor, nicht nur Drops Bell zu verstricken, sondern auch meine anderen Garnalternativen, die ja eine sehr ähnliche Maschenprobe haben. Also es ist ja alles DK-Garn und deswegen kann man das alles damit verstricken und es hat ja auch alles eine ähnliche Zusammensetzung. Ich werde beispielsweise auch dieses Garn verwenden. Das ist von Svarta Faret. Das ist das Garn Cecilia.
Und das ist ja eine Drop-Spell-Alternative, die ich gerne testen wollte. Die werde ich auf jeden Fall auch verwenden. Damit das nicht alles ganz so chaotisch wird und ich so ein bisschen Überblick darüber habe, wie diese Farben angeordnet werden, habe ich mir am PC, beziehungsweise habe ich das gemacht in Photoshop, so einfach so ein paar Dreiecke zusammengeklickt und die Farben dort hinzugefügt, die in die Decke kommen sollen. Das blende ich euch jetzt hier mal ein. Und da seht ihr, dass das insgesamt fünf Farben sind, die ich da verwenden will. Und zwar diese drei Töne, die hier eben dran sind. Und dann diesen Fliederton und dann auch noch dieser helle Dropspell-Ton in dem hellen Jeansblau. Ich werde also dann die Decke schon hauptsächlich in Dropspell stricken. Aber ich glaube, dass das wirklich eine gute Möglichkeit ist, um diesen Vorrat mal jetzt ein bisschen wegzustricken. Weil, wenn ich mal ehrlich bin, dann hätte ich nicht so viel von Dropspell bestellen müssen für den Test, ja. Also ich habe da ja wirklich so viele verschiedene Farben und die brauche ich ja eigentlich alle gar nicht. Deswegen ist das, glaube ich, wirklich eine ganz gute Idee, das so zu machen. Und ich bin sehr gespannt, wie lange ich mich motivieren kann, daran weiter zu stricken und ob diese Decke irgendwann auch fertig wird. Jetzt aber noch ein paar Worte zur Anleitung. Und zwar ist die Sweet Shop Blanket von Laura Penrose. Und die ist nur auf Englisch verfügbar. Und die ist eben genau dafür da, um seinen Garnvorrat abzubauen. Und in der Anleitung wird das so beschrieben, dass man auf eine bestimmte Grammanzahl kommt. Ich glaube, es sind irgendwie 9 oder 10 Gramm, sodass man eben ein 50 Gramm Knäuel komplett verstricken kann. Was natürlich schon mal eine super Idee ist. Und es sind auch verschiedene Größen von Decken angegeben. Prinzipiell kann man ja auch einfach so lange dran stricken, bis man zufrieden ist und dann aufhören. Aber wenn man das so ein bisschen planen möchte, wie ich jetzt, ist das schon sehr hilfreich. Und ich habe natürlich vor, die größte Größe zu machen, weil ich gerne eine Decke hätte für meinen Arbeitsplatz, dass ich das so mir über meinen Bürostuhl legen kann und wenn ich es brauche und irgendwie mal so ein bisschen extra Wärme brauche, mir das so drüber legen kann oder auch über die Füße legen kann. Denn ich muss sagen, ich friere an den Füßen auch im Sommer, nicht nur im Winter. Und da brauche ich eigentlich auch immer was, um die zu wärmen. Und da ist so eine Decke aus einem Baumwollgarn vielleicht wirklich nicht schlecht. Also ich werde auf jeden Fall berichten, ob dieser Plan aufgeht. Jetzt habe ich noch ein letztes Projekt auf den Nadeln und das kennt ihr auch schon. Und an dem habe ich bisher nicht weitergearbeitet, weil ich ja gesagt habe, ich will erst meinen Belltop richtig fertig bekommen, sodass das steht und die Anleitung fertig ist. Und danach kann ich mich auf mein nächstes Design konzentrieren. Und das ist eben mein Top mit dem Schmetterlingsmuster. Das wird ein Camisole aus einem luftigen Baumwollgarn und das soll für den Hochsommer sein. Und ich blende euch hier mal das Tragevideo ein, das ich euch auch letztes Mal schon eingeblendet habe. Nur kurz, falls jemand den letzten Podcast nicht gesehen hat, wie das Ganze so sitzen wird. Und vielen Dank für die vielen Vorschläge, was ich denn mit dieser Anschlagkante noch machen könnte, um die so ein bisschen schöner zu gestalten. Ich habe mich noch nicht entschieden, wie ich das machen möchte, denn ich hatte wirklich einfach keine Zeit, überhaupt darüber nachzudenken, weil ich an so vielen anderen Sachen parallel arbeite. Das ist auf jeden Fall das Garn. Das ist das Tünline von Sadness Garn und das ist ein Fingering Garn. Das ist die dünne Variante von der Sadness Line, die ja die gleiche Zusammensetzung oder zumindest eine sehr ähnliche Zusammensetzung hat wie die Dropspell. Und ich habe mir aber auch schon ein Alternativgarn ausgesucht, das ich noch bestellen möchte. Und da werde ich dann das zweite Sample draus stricken. Aber das erfahrt ihr in einem anderen Strickpodcast. Denn ich habe noch ein paar Sachen jetzt auf der Liste, die ich euch zeigen möchte. Und das erste ist ein kleines Update zu meiner Blouse Number One. Die habe ich euch ja im letzten Podcast fertig gezeigt.
Und ich habe die jetzt ein bisschen getragen und wollte euch da nochmal Feedback zu geben. Denn ich hatte ja eine andere Abkettmethode vorgestellt. Und das ist diese hier. Die soll einen Rollrand verhindern. Denn glatt rechts gestrickt rollt sich ja, wenn man das ganz normal abkettet, ein. Und mir hatte das ja nicht so gefallen. Und deswegen habe ich das so anders abgekettet, dass das verhindern soll. Und das hat bei den Ärmeln auch gut geklappt. Ja, also wie man sieht, die sind nicht eingerollt. Beim Rumpf allerdings sieht das Ganze so aus. Ich bin also eigentlich die ganze Zeit nur dabei, dieses Stück so nach unten zu streichen, damit das wieder glatt wird. Und das wird es nicht. Also, ja, ich muss euch ja auch über ein paar Fails berichten, ne? Vor allem, wenn ihr das ja vielleicht auch machen wollt. Ich würde es euch jetzt nicht mehr empfehlen. Aber ich muss sagen, für die Ärmel wirklich super. Also da finde ich es auch schön, wenn ich mal die Muße dazu habe, das nochmal aufzumachen, dann würde ich das einfach mit einem Rechts-Links-Bündchen machen. Und einfach ein ganz kurzes so, damit es sich halt einfach nicht einrollt. Das macht vielleicht ein bisschen so diesen sleeken Look, sag ich mal, kaputt. Aber so macht mich das einfach wahnsinnig. Also das werde ich werde auch nie wieder sowas machen. Also mit so glatt rechts einfach. Also nee, ich muss sagen, das hat mir gar nicht gefallen. Und ich wollte euch auch noch eine kleine Sache erzählen, die ich vergessen hatte zu erwähnen. Und zwar ist es in der Anleitung so, dass diese Ärmel ja noch weiter auseinander gehen zum Schluss. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe die Abnahmen gemacht, wie sie beschrieben sind, ganz normal, und dann einfach gerade runtergestrickt, anstatt da nochmal Zunahmen zu machen. Und das gefällt mir auch besser, als dass der Ärmel wirklich nochmal so größer wird zum Schluss, weil das finde ich irgendwie, ja, das kommt mir so ein bisschen altmodisch vor. Ich weiß auch gar nicht warum, aber mir gefällt das halt einfach nicht so. Genau, so viel dazu. Und jetzt kommen wir zu meinen Strickplänen und Wollkäufen. Ich hatte euch ja schon bei meinem Planungsvideo für den Frühling und Sommer gesagt, dass diese Projekte nicht in Stein gemeißelt sind. Und wenn mir was Hübsches über den Weg läuft, dass ich dann auch mal umswitchen kann. Und das ist passiert, denn ich bin ein totales Neuerscheinungsopfer. Falls es euch interessiert, mal ab und zu so Neuerscheinungsvideos zu sehen, also welche aktuellen neuen Strickanleitungen denn aktuell auf den Markt kommen oder bald erscheinen, gerade im Teststrick sind, dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Ich finde das nämlich immer hochinteressant und ich bin täglich eigentlich auf Instagram und lasse mich inspirieren von neuen Designs. Und es ist ja auch so, dass die Designer neue Trends verfolgen. Und das sieht man dann auch immer wieder in deren neuen Designs. Und das fixt einen ja dann noch umso mehr an. Petite Knit hat gerade ganz frisch eine neue Anleitung rausgebracht. Und zwar ist das der Maggie Cardigan. Und das ist eine frühlingshafte Cardigan-Version. Die wird aus einem Sportweight gestrickt. Das heißt, es ist eine Maschenprobe von 23 Maschen auf 32 Reihen. Und es wird empfohlen, das Kaschmirgarn entweder von Cardiff, also das Cardiff Cashmere Classic, das ist ein Sportweight-Garn, sagen wir mal zwischen Sport und DK, oder das Cashmere Premium von Langjans. Das habe ich noch nicht verwendet, das von Cardiff habe ich schon mal verwendet. Aber zum einen macht es das natürlich recht teuer und zum anderen, ja, wenn ich einen kurzärmeligen Cardigan stricke, dann möchte ich den nicht aus Wolle haben, weil das Prinzip, das verstehe ich nicht so ganz. Also wenn ich Wärme brauche, dann brauche ich sie am ganzen Arm und nicht nur am halben. Und wenn ich dann nur am halben Arm mir warm ist und unten kalt, dann bringt das ja nichts. Also entweder friere ich unten oder mir ist oben zu warm. Und das macht für mich gar keinen Sinn. Aber
Als ich das gesehen habe, dachte ich, oh, ich könnte mir das super in einem sommerlichen Garn vorstellen. Und zwar so eine richtig knallige Farbe. Denn das Beispielfoto von Petite Knit, wenn man das, als ich das so auf den ersten Blick gesehen habe, habe ich gedacht, ah nee, das sieht ja total trist aus irgendwie und hat mir gar nicht gefallen. Aber das liegt nur daran, dass es in einem Grau gestrickt ist, in so einem Mausgrau. Und das gefällt mir halt einfach nicht. Und es ist auch sehr zugeknöpft. Also ich könnte mir halt vorstellen, das auch irgendwie offen zu tragen oder mal auch so ein paar Knöpfe nur offen zu haben. Aber vor allem wäre mir halt wichtig, das in einem knalligen Garn zu stricken. Und dieser Gedanke hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Und ich habe ein Garn bestellt, das gestern erst angekommen ist. Es hat nur einen Tag gedauert. Und zwar habe ich das bei Filati bestellt. Die versenden super schnell. Die haben mich jetzt nicht dafür bezahlt, dass ich das sage. Also ich habe das Garn selbst bezahlt. Aber ich habe vor allem dort bestellt, weil das Garn dort gerade im Sale ist. Ich glaube für 5 Euro. Und das ist die Sommerseide von Landlust. Und das ist der Ton Pink. Und das ist ja so ganz raus aus meiner Komfortzone. Denn ich bin zwar ein rosa-pink-Fan, aber eher in gedeckten Tönen. Also ich liebe halt Pastelltöne. Und das ist eigentlich, ja, sowas hätte ich mir normal niemals gekauft. Aber wenn ich mir das so vorstelle, dieser Sommercardigan in diesem Pink, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich wollte auch dieses Garn halt schon immer mal testen, weil ich da schon so viel Gutes drüber gehört habe. Das ist nämlich eine 50-50 Mischung aus Baumwolle und Seide. Und ich schätze mal, dass es einfache Burettseide ist, weil die von der Struktur halt auch etwas so, ja, wie halt Burettseide ist, so ein bisschen rauer ist. Aber es ist wirklich super weich. Und das liegt wahrscheinlich auch an dieser Baumwollmischung. Ich finde es weicher als die Pure Silk von Knitting for Olive. Die ist ja vor allem so trocken. Die ist vielleicht genauso weich, aber trocken, ja. Und was es dann irgendwie wieder so nicht so weich macht für mich. Aber das ist weicher. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das verstrickt. Das ist nämlich auch ein Sportweight-Garn. Das heißt, es liegt so zwischen Fingering und Decay und deswegen passt es meiner Meinung nach perfekt für diese Anleitung. Und das werde ich wahrscheinlich nächste Woche anschlagen. Erst muss ich natürlich ein bisschen Fortschritt bei meinem April Cardigan machen, weil ja, zwei Cardigans gleichzeitig stricken. Mal gucken. Vielleicht mache ich da ja auch ein Video zu. Je nachdem, wie sehr mich dieses Projekt dann begeistert, kann es sein, dass ich auch die Kamera schnappe und auch einen Vlog zu diesem Maggie Cardigan mache. Das ist aber nicht mein einziger Neuzugang. Ich habe noch ein Strickanleitungsbuch gekauft. Und da ist es so gewesen, dass ich irgendwo, ich kann es euch gar nicht mal sagen, wo es war, ein Bild gesehen habe von einem T-Shirt von einer Designerin, die ich noch überhaupt nicht gekannt habe. Aber ich habe mich auf den ersten Blick in dieses Design verliebt und habe mir dann das genauer angeguckt. Das ist von der Designerin Kim Hargreaves und sie hat ganz lange Zeit für Rowan gearbeitet, für die Garnmarke. Und sie hat im Prinzip die Marke mit aufgebaut. Denn sie war so erfolgreich mit ihren Strickdesigns. Sie hat auch schon so unglaublich viele Anleitungen veröffentlicht, dass sie sich auch irgendwann selbstständig gemacht hat und so Magazine rausbringt. Die kann man aber auch über Rowan, also direkt bestellen aus Großbritannien. Ich hätte mir natürlich die Anleitung lieber einzeln als digitale Anleitung gekauft, aber ich musste eben dieses Buch kaufen und natürlich gebe ich dann 20 Euro für ein Buch aus, um diese eine Anleitung zu bekommen. Aber da sind auch noch mehr schöne Anleitungen drin, die zeige ich euch gleich. Das ist auf jeden Fall ein T-Shirt mit einem Lace-Muster und dieses Chevron, heißt das so, Muster, das ja zum Beispiel auch bei dem
Lücke-Pullover von Sari Nordlund verwendet wird. Diesen habe ich ja auch schon gestrickt. Und das wird eben gestrickt, indem man Maschen aufnimmt und halt direkt wieder auch abstrickt. Und dadurch entstehen dann diese Dreiecke. Und ich finde einfach, dass dieses Shirt meinen Namen schreit. Und ich will es auch genau in der Farbe haben, nämlich in Rosa mit Schwarz. Ich habe da auch schon ein Garn bestellt. Das ist aber noch nicht da. Und ich kann euch nur so viel sagen, ich habe nicht das angegebene Garn gekauft, denn das ist das Rowan Summerlight Decay. Das zeige ich euch dann aber im nächsten Video, wenn das Garn dann auch angekommen ist. Diese Anleitung gibt es leider nur auf Englisch. Und die Anleitungshefte von der Designerin Kim Hargreaves, die sind auch nicht so einfach zu bekommen. Also diese Anleitung ist in dem Magazin Haze. Und dieses ist, glaube ich, von 2018 oder 2019. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist schon ein paar Jahre älter. Und das kriegt man nicht mehr in deutschen Online-Shops, außer über Amazon. Also ich werde es euch mal verlinken. Ich habe das per Amazon gekauft. Und ich habe mir tatsächlich auch noch ein anderes Magazin von ihr bestellt, das mich einfach auch komplett umgehauen hat. Denn sie macht total elegante Designs. Und ich zeige euch jetzt mal noch ein paar andere, die mich hier völlig überzeugt haben. Zum Beispiel dieses hier. Das ist auch ein sommerliches Top mit einem Lace-Muster, aber hat, finde ich, einen total eleganten Schnitt irgendwie. Also ich finde, das könnte auch ein Modemagazin sein. Und was ich auch total schön und elegant finde, ist diese Bluse. Die kann man nämlich mit dem V-Ausschnitt vorne oder hinten tragen. Hier mal mit dem V-Ausschnitt vorne. Und ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie die Cumulus-Bluse in eleganter. Und gar nichts gegen die Cumulus-Bluse. Ich habe die auch schon gestrickt und finde die auch schön. Aber das ist irgendwie nochmal so eine Spur, ja, einfach noch so ein bisschen eleganter und schicker, würde ich sagen. Vor allem auch, weil das hier so ein zarter Rosaton ist. Vielleicht ist das auch, was mich so sehr anspricht. Ja, auf jeden Fall. Das waren mal zwei Designs, die mir am besten gefallen haben, beziehungsweise drei mit dem, was ich auch gerne stricken möchte. Das ist neu bei mir eingezogen. Und im nächsten Podcast zeige ich euch auch das andere Anleitungsheft von ihr, das ich bestellt habe. Da sind noch mehr schöne Designs drin. Das ist aber noch unterwegs. Das habe ich nämlich direkt bei Rowan bestellt. Das kommt dann direkt aus Großbritannien. Ich glaube um die 21 Euro, aber man zahlt keine Versandkosten. Deswegen finde ich, das ist ein fairer Preis für, ich glaube, 19 Designs oder so, die da drin sind. Und das braucht halt einfach eine Weile, bis es ankommt. Aber da der Versand ja kostenlos ist, habe ich gedacht, das kann ich auch direkt einfach bei Rowan bestellen. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt auf meiner Agenda und das ist die Verlosung. Eine liebe Zuschauerin, liebe Barbara, fühl dich jetzt herzlich gegrüßt von mir, wenn du das siehst. Sie hat mir geschrieben vor einiger Zeit, ob ich nicht ihr Drop-Spell-Garn haben möchte oder ob ich jemanden kenne, der das gebrauchen kann, denn ihr gefällt das Garn nicht. Und sie hat ganze 16 Knäuel, die sie gerne verschenken wollte. Und da hatte ich ja gerade bei dem Sale zugeschlagen und habe dann gesagt so, ja du, das ist super lieb, aber eigentlich ich persönlich brauche keine, nicht noch mehr Drop Spell. Aber, und da habe ich mir gedacht, hey, das wäre doch mal ein guter Zeitpunkt, um etwas zu verlosen. Und deswegen würde ich das gerne an euch weitergeben. Und zwar verlose ich das Garn passend in der Menge zu meinem Belthangtop, das am Sonntag erscheint, und lege die Anleitung obendrauf. Das heißt, ihr bekommt die in ausgedruckter Form von mir dazu geschenkt. Jetzt zeige ich euch aber erstmal kurz die Farben.
Und das ist einmal das Petrol und die Farbe Perle. Und ich habe davon so viel, dass ich einmal das Belt-Hang-Top verlosen kann in der Hauptfarbe Petrol mit Kontraststreifen in Perle oder einmal geswitcht. Das heißt, einmal Perle als Hauptton und Petrol als Kontrastfarbe. Und ihr könnt euch jetzt aussuchen, welches ihr lieber wollt, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch für beide Variationen in den Lostopf hüpfen, wenn euch beide gefallen. Ich würde euch bitten, einen Kommentar zu schreiben, wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt. Und zwar für die Hauptfarbe in Petrol mit dem Hashtag Bell1 und Hauptfarbe Perle mit dem Hashtag Bell2. Das hilft mir einfach, dass ich das nachher zuordnen kann und nicht komplett verwirrt werde. Dann kann ich das nämlich automatisiert aus den Kommentaren verlosen und muss das nicht manuell machen. Die Voraussetzungen sind eigentlich nur, dass du diesen Kanal abonniert hast. Und ich muss erwähnen, dass diese Verlosung nichts mit YouTube zu tun hat. Also das kommt komplett von mir. Und die Voraussetzungen sind, dass du mindestens 18 Jahre alt bist und deinen Wohnsitz in Deutschland hast. Der Versand ins Ausland, der ist mir etwas zu teuer. Deswegen solltest du eine deutsche Adresse haben. Die Verlosung, die wird auch nur kurze Zeit jetzt offen sein, daher das Top schon am Sonntag erscheint. Und ich natürlich nicht möchte, dass ihr dann zu lange warten müsst, wenn ihr gewonnen habt und auch mit allen anderen sozusagen ungefähr anfangen könnt, das zu stricken. Das heißt, ich werde die Verlosung offen halten bis Sonntag um 0 Uhr. Und bis dahin bitte alle kommentieren, die mitmachen wollen. Ich gebe mir die größte Mühe, das dann am Montag schon direkt zu verstricken, dass das auch schnell bei euch ankommt. Und zwar wundert euch bitte nicht, es gibt zwei Stränge, die schon angefangen sind. Da hat die Barbara Maschenproben draus gestrickt. Das heißt, da fehlt nicht viel. Beide Garnpakete werden ausreichend sein, um alle Größen zu stricken. Das heißt, meine Anleitung geht ja von XXS bis 4XL und mit dem Garn kann man eben auch die 4XL stricken. Wenn man jetzt die kleinste Größe strickt, dann hat man halt noch ein bisschen was übrig und kann noch was anderes draus machen. Vielleicht ja einen kleinen Schal. Ich hoffe, ihr habt Lust mitzumachen und meinen Belltop mitzustricken. Und wenn euch jetzt diese Farben hier nicht zusagen, dann könnt ihr ja auch eure eigenen Farbkombinationen wählen. Und die Anleitung kommt am Sonntag raus. Die Videoanleitung ist fertig und wird im Laufe des Tages am Sonntag erscheinen. Und zur gleichen Zeit wird dann auch die Anleitung auf Ravelry zu kaufen sein. Eventuell werde ich sie auch direkt schon auf Etsy veröffentlichen. Das werde ich dann aber alles unter das Anleitungsvideo in die Beschreibung schreiben. Ich werde euch unter diesem Video schon den Link zur Ravelry-Seite des Tops verlinken. Das ist noch nicht aktiv, das heißt, da gibt es bisher nur Beschreibungstexte. Da könnt ihr aber schon mal sehen, welche Garnmengen ihr braucht und welche Maschenprobe. Und am Sonntag wird das dann über diesen Link zu kaufen sein. Ich habe jetzt aber lang genug gequatscht und mache mal Schluss für heute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis bald!